Am 6. Juni 2012 habe ich Marbacher kommen, offiziell angemeldet. Das heißt, ich bin seit kurzem, seit 5 Jahren, selbstständig. Ursprünglich wollte ich arbeiten gehen, ich wollte irgendwo eine Anstellung finden. War aber jetzt wirklich schwierig, weil die Agenturszene in Wien, die ist zwar groß, bunt und sehr aktiv und sehr kreativ, aber leider auch sehr wenig barrierefrei. Die meisten dieser Agenturen sind in irgendwelchen alten, coolen Gebäuden, wo man halt mit dem Rollstuhl nicht reinkommt. Das hat zur Ursache gehabt, dass ich mir eine Alternative habe überlegen müssen. Und so kam es zu meiner Selbstständigkeit. Die ersten paar Jahre habe ich nicht einmal gewusst, wirklich, was ich anbiete. Wie man sagt, ich biete Social Media Beratung. Heute, 5 Jahre später, habe ich eine Ahnung von dem, was ich eigentlich anbiete. Die Leute fragen mich immer, vor allem hier auf YouTube, was, du bist selbstständig, was machst du eigentlich? Ich glaube, du bist YouTuber und so. Ja, ich bin YouTuber, offensichtlich. Aber YouTube ist jetzt nichts, mit dem ich mein Geld verdiene. Um mit YouTube Geld zu verdienen, bin ich noch sehr weit davon entfernt. Weil ich einfach noch viel zu klein bin als YouTuber. Aber ich habe eine Umwegrentabilität dank YouTube. YouTube ist mein größter PR-Arm. Damit sehen mich die Menschen, damit lernen sie mich kennen und haben oftmals den ersten Kontakt mit mir. Und sie fragen mich dann einfach an, ob wir Sachen machen können. Das ist das eine. Was sie dann mit mir machen, ist eigentlich auch ganz einfach. Ich biete Social Media Beratung, wie ursprünglich gedacht. Das heißt, ich helfe meinen Kunden dabei auf Facebook, Twitter, YouTube, Instagram und Co. Ihre Informationen, ihren Content, ihre Einstellungen, ihr Unternehmen einfach zu präsentieren. Das ist das eine. Das andere ist, ich mache Workshops. Workshops zum Thema Behinderung, Awareness, aber auch Workshops zum Thema Social Media und auch hier vor allem im Kontext, was kann Social Media für Menschen mit Behinderung bedeuten und bringen, weil ich glaube, das ist eine ganz große Sache. Ich sehe es bei mir, dank Social Media bin ich selbstständig. Ein weiteres Standbein sind Moderationen. Also es gibt eine weite Range, die ich da anbieten kann oder die mich die Leute, oder für die mich die Leute engagieren, vom E-Rolli-Fußballturnier bis zur Ausstellung im Museum. Ist eigentlich alles dabei. Ich habe mir immer gedacht, die Leute wollen da immer was Ordentliches, was Seriöses, aber ich habe gemerkt, wenn mich die Leute engagieren, engagieren sie mich, weil sie meinen Humor mögen und die Art und Weise, wie ich solche Sachen angehe. Also immer ein bisschen frech, ein bisschen witzig, on point, seriös, aber nicht verkrampft. Und das ist schon, das war eine Überraschung für mich. Vor allem so in dem Kontext Museum, Stadträte, Bezirksgemeinde, bla bla bla, alles super wichtige Menschen. Und trotzdem wurde von mir erwartet, dass ich das humorvoll mache. Und ich habe es natürlich gemacht, weil ich bin ein Wahnsinn. Aber es war für mich eine Überraschung. Und auch cool. Also, seitdem denke ich mir, nur her damit, ich moderiere alles. Und dann gibt es noch Videoproduktionen. Also ich mache zum Beispiel, wenn jemand eine Veranstaltung hat und dort die ganze Veranstaltung mit Video begleitet haben möchte, kann ich das anbieten. Vor allem, weil ich auch Kollegen habe, die seit Jahrzehnten mittlerweile in dem Business sind und halt mit ihrem Equipment solche Leistungen anbieten können, wo ich dann die Konzepte mache und die Begleitung und die ganze Abwicklung und ich mir dann die Kameramänner und Frauen dazu engagiere. Und ich wurde auch schon als Influencer gebucht. Ja, es ist zwar noch Micro-Influencing, aber es ist Influencing. Und ich muss sagen, 5 Jahre Selbstständigkeit
und ich bin fucking glücklich. Wirklich. Ich liebe es, ich würde es nie wieder tauschen wollen. Meine Selbstständigkeit war, wie gesagt, eine Notlösung, hat sich aber herausgestellt, dass es das Allerbeste ist, was es überhaupt gibt. Weil ich bin jetzt nicht reich und ich glaube, ich werde auch nie reich werden. Weil, habe ich jetzt auch nicht den Bock dazu, so viel zu arbeiten, dass ich reich werde. Ganz ehrlich. Ich habe das größte Privileg überhaupt und den größten Benefit, nämlich Zeit. Es gibt, glaube ich, niemanden, also ich glaube nicht, dass mir irgendwer einen Job anbieten könnte, der mich so reizt, dass ich jetzt meine Selbstständigkeit aufgebe. Weder mit so viel Geld, noch mit Prestige oder sonst irgendwas. Ich glaube, das war wirklich schwer. Weil ich kann einfach sagen, heute mache ich nichts. Fertig. Und es interessiert keine Sau, dass ich nichts mache. Mir kann keiner sagen, Alter, Zeit, geht schon, gehen wir. Solange meine Kunden ihre Projekte abgeliefert kriegen, wenn es ausgemacht ist und sie glücklich sind, ist es völlig egal, wann ich die mache und wie ich die mache. Die Qualität muss stimmen. Und das passt immer. Ja, und das ist einfach ein wahnsinniges Privileg. Ich sehe es bei anderen Selbstständigen, die sich da Murz abhetzen müssen. Auch weil sie natürlich zum Teil für Familien sorgen müssen. Oder weil sie Mitarbeiter haben. Und wenn man diese beiden Faktoren zur Selbstständigkeit dazu zählt, dann wird es stressig. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich habe keine Mitarbeiter und ich bin nur für mich selbst verantwortlich. Und das bedeutet, ich bin frei. Und das ist echt ein wahnsinnig gutes Gefühl, dass man einfach mit keinem Geld zur Welt aufwiegen kann. Außerdem liebe ich an meiner Selbstständigkeit den Umstand, den viele vielleicht hassen würden oder sich davor fürchten, nämlich, dass ich am nächsten Tag nicht weiß, was ich tue, wo ich bin und wie es weitergeht. Ich liebe es, ich liebe es. Weil heute bin ich hier im Belvedere im Park spazieren und drehe das Video. Morgen stehe ich vielleicht auf einer Bühne und moderiere vor 100 Leuten irgendeine Veranstaltung. Oder ich bin unterwegs in irgendeinem Bundesland, weil ich dort einen Workshop halten muss. Ich weiß es nicht. Und das ist gut so. Ein weiterer großer Vorteil oder Privileg, dessen ich mir völlig bewusst bin, ist das, dass ich in den 5 Jahren noch niemals irgendjemanden einfach so angeschrieben habe und gesagt habe, hey, ich hätte da was, könnten wir nicht mal, machen wir mal was gemeinsam. Also diese Kaltakquise sozusagen, die habe ich noch nie machen müssen. Garantiert habe ich damit auch einiges an Aufträgen und Kohle liegen lassen am Weg, aber es ist, wie gesagt, die Leute kommen zu mir und vielleicht ist einmal, dass ich in einem Monat nur einen kleinen Auftrag habe, aber dann habe ich wieder Monate dabei, wo 2, 3 mit entsprechend Geld da sind und übers Jahr gesehen passt es immer. Und natürlich, wenn ich mit Leuten zusammensetze und wir reden und dann mache ich mir schon Gedanken, hey, ja, was kann der, was kann ich dem anbieten, wo kann ich den unterstützen, wo kommt man eventuell zusammenkommen. Und da bin ich mir dann auch nicht zu schade, um rauszukehren, was ja ein Mega-Hengste bin und was ja unglaubliche Leistungen ich bieten kann. Das ist mir echt nicht blöd machen. Aber jetzt wirklich so wildfremd auf jemanden hingehen und sagen, du, ich bin der und mach das und das, wie wär's einmal? Habe ich nicht. Werde auch nicht machen und habe ich Gott sei Dank bis jetzt noch nicht Not gehabt. Ich weiß nicht, ob das weiter so geht, aber ich hoffe mal. Ja, das gibt Zeit, das ist alles, was zum Sagen gibt zu meinen 5 Jahren. Ich bin glücklich, ich bin dankbar. Ich weiß, dass ich fucking privilegiert bin. Und
Ich finde, ich wollte das Video machen, weil mir bewusst ist, wenn Leute mich sehen, sehen sie einmal den Mensch mit Behinderung, aber mit Sicherheit einmal nicht einen Unternehmer und schon gar nicht einen, der sich glücklich schätzt, Unternehmer zu sein, der sich privilegiert fühlt, so weit gekommen zu sein in seinem Leben. Nicht trotz meiner Behinderung, sondern als Unternehmer einfach so. Weil, wie gesagt, ich kenne andere Unternehmer, Selbstständige, die einfach fighten und einbeißen wie ein Anser, damit es rennt. Und ich gönne jedem den Erfolg, aber ich freue mich einfach darüber, dass ich auch auf diesem harten, sehr kompetitiven, sehr wettbewerbsstarken Feld einfach meinen Platz gefunden habe und richtig gut und gemütlich leben kann. Ich möchte jetzt niemanden zur Selbstständigkeit raten, weil man muss schon eine gewisse Persönlichkeit dazu haben, glaube ich. Man muss einfach selbstbewusst sein, wissen, was man will. Und das Schwierigste an der Selbstständigkeit, das wirklich, wirklich mega Schwierigste, ist seinen eigenen Wert festlegen. Was kann ich verlangen für eine Stunde Social Media? Was kann ich verlangen für eine Moderation von 2 Stunden mit einem halben Tag Vorbereitung? Was kostet ein Workshop bei mir? Wie viel kann ich verlangen? Das ist das Schwierigste, finde ich, bei der Selbstständigkeit. Was auch noch schwierig ist, aber ich glaube, das ist einfach nur mein Ding, sich, wenn ein Projekt gut gelaufen ist, dann mal gleich hinzusetzen und die fucking Rechnung schreiben. Das mindestens das Zweitbeste am Selbstständigsein, neben dem, dass ich viel Zeit habe und mir so einteilen kann, wie ich es will, ist Rechnungen schreiben. Rechnungen bedeutet Kohle. Und auch wenn ich jetzt nicht jeden Cent aus dem Kunden rausquetsche und jedes Gespräch verrechne, ist es doch so, dass Geld schon wichtig ist. Und es muss am Monatsende auch was reinkommen. So ist es nicht. Deswegen ist Rechnungen schreiben eigentlich eines der geilsten Dinge. Und trotzdem bleiben die immer ewig liegen bei mir. Trotzdem. Ich würde es nicht missen, ich würde es nicht tauschen. Und ich glaube, es gibt eben niemanden, der was anbieten kann. Aber bitte, ich lade euch alle ein. Überlegt euch was. Macht mir Angebote, die ich nicht ablehnen kann. Gut, das war's. Ich mache jetzt noch einen kleinen Spaziergang. Danke fürs Zuhören. Und wie schaut es eigentlich mit euch aus? Seid ihr selbstständig? Wie schauen eure Einstellungen dazu aus? Habt ihr Tipps für mich noch zu meiner Selbstständigkeit? Wenn ja, bitte in die Kommentare. Ansonsten, danke fürs Reinschauen und geht's noch ein bisschen mit.